So, da sind wir schon wieder. Wir hatten ja beim letzten Mal unsere Grabsteine wieder erobert und sind jetzt, nehme ich mal an, wieder auf der Suche nach orangenen Gegnern. Ich glaube, hier oben auf dem Berg war noch ein Ora-Kätzchen. Glaube, da ist der rote Named. Oh nee, da ist auch ein roter. Alles nur Spät. noch rote hier. Lass uns mal da drüben runtergehen, in das Ja, Tal rein. runtergehen ist gut. Hab sowieso ein bisschen Höhenangst. Da sind jetzt die Ameisen wieder. Ich habe irgendwie keine Lust, schon wieder Ameisen zu verkloppen. Vielleicht gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. Vielleicht so ein Gelbe, bisschen. aber die könnten wir vielleicht gut abarbeiten. Das ist natürlich richtig. Gelb, orange, das schaffen wir auch. Orange. Oh, sogar ein roter da hinten. Ja, den lass mal rot sein. Aber hier vorne ist noch ein Gelb, auch ein roter auch. Ich suche ja auch ein bisschen nach der Stelle, wo es quasi weitergeht, ne? Wenn wir hier fertig sind, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Wo kann man was machen? Ich glaube, da zum Süden runter. Wenn ich auf die Gesamtkarte gucke, dann weitet das Gebiet hauptsächlich nach Süden aus. Aber ich glaube, wir haben hier das noch gar nicht so alles abgearbeitet, oder? Ja, Ein so kommt bisschen. es mir auch vor. Vielleicht. Da steht doch meistens immer für welche Altersgruppen. Ja, ich mach mal eben an. 10 bis 14, das ist, kann ja nicht sein. Wir haben ja mit Level 1 angefangen. Also ich glaube, die Zonenbeschreibung hier ist nicht unbedingt up to date. Also, aber wir nehmen jetzt erstmal, bevor wir gleich immer, ne, wenn man den einen oder anderen, der hier im Weg rumsteht, natürlich nicht den Hölzernen, aber hier ist ein Blauer zum Beispiel. Für alle Sachen, die mal so im Vorbeigehen Ja eben. gut, so einen blauen, den kann man ja mal eben, wie du sagst, im Vorbeigehen. Zack, und jetzt kommt hier natürlich auch der Damage-Add voll zur Geltung. Ich mache bald so viel Schaden mit dem Damage-Add, wie ich mit meiner Waffe mache. Also ich hau zu für 10 plus 1 und mach dann nochmal 7 extra Damage durch den Damage-Add. Sowas Feines kriegst du, glaube ich, später auch. Also. Aber die grünen mache ich jetzt nicht, oder? Nein, 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 nein. Nur da vorne die Würmer, die sind auch orange Oh und jo, oh jo. Lass uns doch rot mal und so, so einen ne? Wurm versuchen. Der ist Ja, dann aggressiv. gehe ich so ein bisschen so, dass er an dir vorbei muss, quasi. Ja, der Kümpel. Och, daneben gehauen. Moment, ich rette dich. Schon wieder daneben gehauen. Komm, jetzt muss aber treffen. Nicht weglaufen. Ich habe schon dreimal daneben gehauen. Nicht Also, weglaufen, nicht weglaufen, nicht nein, weglaufen. nein, ich laufe jetzt auch nicht. Jetzt habe ich ihn unter Kontrolle. Und jetzt ist meine Ausdauer weg. Ja, jetzt kann ich nichts machen als Auto-Attack und warten, dass meine Shouts wieder aktiv sind. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, der Wurm geht ganz gut. Ich glaube, der Wurm ist schon tot. Er ist schon vor Schreck umgefallen, glaube ich. Ja, das war kein Schreck, das waren meine Schreie. Uah! Mein Also. Kampfschrei. Ist ja für Würmer ganz furchtbar anzuhören, da kriegen die direkt Damage von. Ja, Schreie sind schlimm für Würmer. Das ist Dankeschön. Ich bin auch schon wieder bereit für neue Schandtaten. Ich bleib schon. Nein, tatsächlich schon wieder bewegt sich ein. Du hast aber keine Batteriemaus, ne? Nein, 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 nein.
Vielleicht der Rechner hat den ganzen Nachmittag hier tatenlos gelaufen. Ich habe mir nicht vorher nicht runtergefahren. Vielleicht wäre das besser gewesen, keine Ahnung. Aber ja, stell dich vor mir. So. Etwas wieder hinter dich hier so und dann. Den da willst du, ne? Okay, ich gehe noch einen Schritt zur Seite, so. Anvisiert. Jetzt klappt das aber hoffentlich besser. Ja, getroffen. Hahaha. Ich fürchte mich ja ein bisschen vor dem Moment, wenn hier der Damage-Add ausläuft. Und mir auf einmal fast 50% meines Schadens fehlen. So, jetzt nur einmal zuhauen. Mach ein bisschen die Augen zu. Das sind aber ein bisschen Viecher. Wenn ich die große Angel auspacke, mit dem großen Haken, mein Freund Wurm, dann guckst du aber. Okay, jetzt hast du mich, glaube ich, ein bisschen viel geheilt. Ach, egal. Warum? Ja, weil jetzt müssen wir auf deinen Mana warten. Fast. Egal, das macht ja nichts. Gut geheilt ist immer nur halb so tot. Auf jeden Fall. So, da sind zwei rote Würmer und ein orangener. Die roten Würmer lassen wir mal, glaube ich, sitzen, bis wir mit Level 7 vielleicht hier Ja, wieder auf. das sehe ich eigentlich ganz genauso wie du. Mit Rot habe ich Bequell schlechte und. Erfahrungen gemacht. Ja, außerdem, ich glaube, das bringt auch so viel nicht, dass sich das lohnt, sich so zu quälen. Ja, die geben, glaube ich, ungefähr gleich viel, weil die Orangenen, wenn die vollen Lagerbonus haben, dann geben die schon quasi Cap-XP. Achtung! Ach, der da ist es, okay. Komm heran, du Wurm. Jawohl, mit Crit. Habe ich ihn mit einem Schlag fast tot gehauen. Naja, fast. Na? In letzter Zeit habe ich das Gefühl, pariere ich gar nicht mehr. Mit dir könnte ich den Schlag ja auch von der Leiste nehmen. Macht eh keinen Unterschied. Na, jetzt geht doch endlich. So, geht doch. 348 Erfahrungspunkte. Und entweder plus oder davon 28 Lagerbonus. Nochmal 41, weil unser Reich so toll im RVR ist. Das bringt mich auf die Idee, ich gebe mal einen Realm und guck mal, wie schaut es denn eigentlich aus? Albion in Hand von Albion, Midgard bis auf 1, was die Alps haben, in der Hand von Midgard und Hibernia. Oh, das wird gerade ganz schön platt gemacht. Midgard und Albion haben sich fast alles hier unter Nagel gerissen. Okay. Haben Ist wir ja denn gut, dann eigentlich. wir sind ja nun mal mit, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich gerade vergessen zu gucken. Wer hat denn Darkness Falls Midgard? Ja, wenn wir dann groß genug sind und wir dann immer noch alles wegrotten im RVR, dann können wir auch mal einen Ausflug nach DF machen. Irisch, aber da bestehe ich drauf. Ich weiß gar nicht, waren wir im Let's Play überhaupt schon mal in DF? Doch, waren wir, waren wir. Ich erinnere mich. Attacke! Attacke, weiter geht's. Ist aber schon lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es da drin ausschaut. So, nun ist mein formidabler Damage-Add weg. Und sofort läuft's mies. Spürbar mieser als zuvor.
Wobei, wenn ich nicht treffe, dann macht das auch keinen Unterschied, ob ich einen Damage-Hit habe. Und so sagen, ne? Der Hammer wurde mir ja empfohlen als Waffe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich damit anfreunde. Zumindest gefühlt habe ich das, die Wahrnehmung, ich hau wegen dem Hammer immer daneben. Weil das halt ein Werkzeug ist und keine Waffe. Das ist natürlich sicherlich Einbildung, aber mir kommt es irgendwie so vor. Ach, beide resistet. Nein, ist bestimmt der Hammer in Schuld. 400 Erfahrungspunkte. Hatten wir nicht vorhin irgendwas von 300? Oder habe ich mir das eingebildet? 10 Seiten hochgescrollt. Ja, 348 vorher. 400 jetzt. Keine Ahnung, war der höher im Level? War einfach der Lagerbonus höher? Keine Ahnung. Oh, ich habe übrigens, ich bin ja auch ein toller Held, die ganze Zeit den Speed-Chant am Laufen. Ich stelle mal jetzt hier auf Heilung. Moment, so im Stehen geht das nur. Daran lag's. Allein daran lag's. Ah, mal in der Lade. Was ist denn mit der Spinne, Mann? Zur Abwechslung wieder einen kleinen blauen. Würde mich auch interessieren, wie viel XP kriegen wir denn für den blauen, wenn wir für die orangenen 350 bis 400 kriegen. Was du bestellst, sollst du kriegen. Ah, wunderbar. Komm heran. Da kann ich mich ja jetzt sofort hinsetzen, ne? Warte erstmal nicht, dass ich daneben haue. Okay, es ist nur ein blauer, aber... Ach, und schon pariere ich. Ist ja witzig. Boah, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, ne? Geh sorgfältig damit um, ja. Ja, fast 150. Brauchte dich nur einmal mit einem Heal versorgen und schon... Also drei blaue geben ungefähr so viel wie ein orangener. Weil wir hier noch diesen kleinen Young Wandelwurm... Moment, wo? Links? Oder welchen? Direkt hier so schräg voraus vor dem Tannenbaum. Ach, okay, hab ihn. Also nach meinem groben Überschlagen ist es nicht vorteilhafter, die blauen umzuhauen. Die gehen zwar schnell und einfach, aber bis man davon drei umgehauen hat, hat man hier auch einen orangen umgehauen. Hey, lass meinen Browser in Ruhe. Gelber wäre vielleicht der gute Mittelweg. Ja, gelbe sind sicherlich optimal. Müssen nur noch welche finden. Bei den Ameisen waren gelbe. Ah, das ist hier lau. Dann sind wir schon wieder bei Ameisen. Ich vertraue mal hier auf dich und setze mich direkt da an den Zert von den... Wenn du warum... Ja, ich habe hier alles im Griff. Total unter Kontrolle. Kann gar nichts passieren. Der zweite hat sogar getroffen. Ja, das war wieder ein 400er. Sollen wir dann doch nochmal zurückgehen und die gelben versuchen, oder was sagst du? Was ist denn hier mit diesen gelben Menschen, die dir unter Hill-Person? Ja, nehmen wir die. Ja klar, natürlich. Oh, wir müssen sowieso gerade einen Cut machen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und Cut.